Ja, wieder angekommen am Campingplatz, sind wir zurück an der Hütte und ich wollte mit euch mal einmal eine kleine Roomtour machen. Genau, so kommt man hier ran an die Hütte, dann geht man hier Treppe hoch, dann gibt es hier so eine kleine Terrasse. Im Sommer kann man hier echt schön sitzen, jetzt ist es halt relativ kühl. Da unten geht es dann zum See runter, da gehe ich dann auch noch mit euch gleich hin, aber jetzt machen wir erstmal Roomtour. Kommt man hier rein in die Hütte, dann ist das hier zur geradeaus, dann quasi hier so ein bisschen Küchenbereich mit Spüle, kleiner Herdplatte und zur linken Seite dann eben die entsprechende Sitzgruppe hier. Alles recht klein, aber für 4 Leute ist es völlig ausreichend. Und dann hier weitergehend haben wir hier einmal das Badezimmer mit Toilette. Und weiter gerade durch. Dann eben, ja, ich nenne es mal Kinderzimmer. Also Zimmer mit 2 Betten. Und hier rechts rum dann eben nochmal ein Zimmer mit Doppelbett. Entsprechend dann für die Eltern. Dann geht man wieder zurück. Ja. Das ist dann so die Hütte. Ist sehr, sehr gemütlich und war total sauber. Gefällt uns gut. Ja, und wenn ihr Bock habt, dann kommt ihr gleich nochmal mit. Einmal über den Platz. Ich will nochmal vorne zum Eingangsbereich, weil da ist dann eben der Punkt, wo dann eben die Wohnmobile stehen können und auch die Wohnwagen. Und dann gehen wir über den Platz, dann quasi nach unten zum See. Hier gibt es auch noch so einen kleinen Bunker oder so Bunkerreste. Das ist natürlich auch nochmal interessant. Da gehe ich gleich auch nochmal mit euch dran vorbei. Ja, ich stehe jetzt hier am Zufahrtsbereich zum Campingplatz. Also wenn ihr kommt von der Hauptstraße kommend, kommt ihr von da hinten angefahren und fahrt dann hier quasi, also hier vorbei und könnt euch dann vorne anmelden oder eben hier weiter rauffahren. Ich zeige euch das. Also es ist ziemlich windig gerade. Ich weiß nicht, ob man das dann so gut hört, aber ich hoffe das. Genau, also hinter mir ist die Hauptstraße, die Zufahrtsstraße. Und zum Campingplatz geht es dann eben hier da gerade weiter runter und dann rechts rum, da unten ungefähr, wo dieses grüne, das blaue Schild steht, da geht es dann rechts rum zur Rezeption. Und Tagesbesucher können dann hier auch parken. Und hier geht es dann auch weiter zum Wohnmobilstellplatz, beziehungsweise auch für die Wohnwagen. Die stehen dann auch hier außerhalb, können hier außerhalb stehen. Das eine Jahr standen wir hier auch. Gut eine Woche standen wir hier. Das ist dann hier in dem, also es geht dann hier, fährt man hier rum und kommt dann hier auf den Platz rauf. Und da sieht man jetzt hier schon entsprechend die Stellplätze. Und ich bin der Meinung, dass wir den hier hatten. Ja, den oder ein weiter, könnte auch ein weiter gewesen sein. Da haben wir dann gestanden, war sehr schön. Und dann kann man eben auch entsprechend Sanitäranlagen auf dem Platz mitbenutzen. Ja, ist recht unkompliziert. Rauffahren, hinstellen, anmelden, also so einen Zettel ausfüllen, wenn die Rezeption auch nicht besetzt ist. Und dann hinterher bezahlen. Ja, hier im Hintergrund gibt es dann noch mehr Stellplätze, freie, große, kleine. Entsprechend hier Fußballplatz im Hintergrund, Zeltwiese etc. Kann man dann alles mitnutzen. Der Campingplatz selber, also auf dem Platz, das überwiegend Dauercamperbetrieb.
Ja, wie ihr seht, gibt es im Hintergrund hier auch entsprechend einen Gruppenzeltplatz, den man sich dann als Gruppe buchen kann, um entsprechend für Jugendfeuerwehr etc. dann nutzen kann. So, wir gehen jetzt mal weiter zur Rezeption, zu dem Bereich Eingang. Da sind wir nämlich jetzt angekommen. So, hier ist jetzt die Rezeption oder der Eingangsbereich. Da oben parken dann die Autos für die Mobilheime entsprechend. Und hier ist dann die Rezeption vom Country Camping. Genau. Und wir gehen jetzt hier einfach mal ein Stückchen weiter. Und hier geht es dann auch Richtung Sanitärgebäude, was man dann auch mit nutzen kann, wenn man da draußen steht. Und wie ihr seht, ist hier tatsächlich überwiegend dann Dauercamperei, Dauercamperbetrieb. Ja, weiter geht's hier. Häuschen vorbei. Hier ist man dann wieder an dem Mobilheim, an den kleinen Bungalows. In der Mitte gibt es dann noch so ein Bistro, wo man eine Kleinigkeit essen kann. Und wo ist es da hinten? Ah ja, da hinten, das da ist unseres, wo wir drin sind. Und so geht es dann hier entsprechend weiter hoch. Ich würde sagen, wir zweigen jetzt links ab und gehen mal zum See runter. Ja, und das muss ich euch zeigen. Also richtig so Bunkerreste hier. Ganz cool. Aber hier geht es gar nicht weiter. Das heißt, ich werde jetzt gleich doch wieder zurück müssen. Also geht es jetzt wieder zurück. Wir gehen jetzt am Bistro vorbei. Und dort gibt es eine Treppe, wo wir zum See runterkommen. So, vorbei hier am Bistro meine ich mich daran erinnern zu können, dass es hier irgendwo eine Treppe gab. Dort im Hintergrund könnt ihr nochmal den Bunker sehen und diese Reste von denen. Und mit ein bisschen Glück ist die Treppe hier auch. Jupp, da geht's jetzt runter. Ab ans Wasser. So, angekommen hier am See. Sieht das Ganze ganz schön aus. Wir gehen auch gleich nochmal ans Wasser runter. Aber ich wollte euch dann hier die Liegewiese zeigen. Im Sommer ist das hier relativ voll. Und hier hinten habt ihr dann die Möglichkeit, entsprechende Getränke und Snacks und sowas zu kaufen, hier an dem Imbisswagen da vorne. Und eben beim Runtergehen habe ich noch entdeckt, hier oben, ja, so noch kleinere Hütten, beziehungsweise so Schlaffässer. Und das will ich euch nicht vorenthalten. Seht ihr das hier? So Hobbit-like. Würde mich immer interessieren, ob einer von euch da schon mal in sowas gepennt hat. Reizen würde mich das ja wirklich mal. Aber sieht eigentlich ganz gemütlich aus. Vor allem hier von der Terrasse aus kannst du direkt auf den See runter gucken. Das ist natürlich schon mega. Und wir gehen hier runter vorbei an der Liegewiese zum Steg unten. Ja, ich habe hier mal einen schönen Blick auf den See. Ich finde es schon echt geil, muss ich sagen. Angekommen am See, habe ich gerade gehört,
Es wurde ein Fisch gefangen. Drauf auf der Badeinsel, vorbei am Schilf. Boah, Fisch! Fisch! Geil! Dein 13. Krass, geil! Rüberschwimmen oder was? Ja, mein dritter. Ja, im Sommer sind wir dann tatsächlich hier immer rüber geschwommen. Und war cool hier. Also, der See ist zwar kalt, aber. Oh, ich sehe gerade Fisch. Tatsächlich, ja. Zack. Wieder ein. Alter. Oh, Fisch ohne Ende hier. Fisch ohne Ende. Ja, 13. Und wir haben auch nicht 12. Wir haben 11. Ja, hier kommt Schlag auf Schlag mit den Fischen hier. Oha. Aber es ist ja kein Schöner. Der Spahn ist auch kontinuierlich. Ja, das ist natürlich super jetzt hier, ne? Gerade mit den Kindern, die können hier auf dem Steg schön angeln. Was will man mehr? Also, wer wirklich Erholung sucht, der wird hier fündig werden. Definitiv. So, und hier könnt ihr mal sehen, hier geht das dann wirklich steil bergauf, aber das habt ihr ja schon gesehen, als ich die Treppe runtergegangen bin. Ja, traumhaft. Also wenn es noch ein bisschen wärmer wäre, aber das kann man ja noch nicht ändern. Wir sind ja auch erst im April, Anfang April.